Guten Tag, mein Name ist Jörg. Wir kochen heute ungarisch. Das ist jetzt meine Tochter Emily, sie wird mir dabei helfen. Der Name des Gerichts ist Paprikaschirka oder auf Deutsch Paprikahuhn. Zum Gericht Paprikaschirke brauchen wir Tomaten, Schmand, Zwiebeln, die Hähnchenteile, Paprikapulver, edelsüß, Pfeffer, Schweineschmalz, Paprika gewürfelt, Mehl, Salz, Knoblauch. Paprikaschirke oder auch Chirka Paprikasch genannt, ist in Hungarikum, das ist ein Sammelbegriff für alle möglichen Gerichte, Produkte, die mit Ungarn verbunden werden, traditionell. Das Gericht selber stammt aus Anfang 19. Jahrhundert. Dann hat sich das sehr verbreitet, auch in der ländlichen Bevölkerung, aber auch unter den Hirten und wurde viel draußen im Freien auch gekocht, zubereitet. Und das ist halt etwas, was irgendwie ganz tief mit der ungarischen Seele verwurzelt ist. Zuerst Schweineschmalz erhitzen und dann kommen die Zwiebeln dazu. Die werden angeschwitzt. So, die Zwiebeln sind jetzt gut. Wenn es jetzt nicht so kalt wäre, würden wir das höher stellen, damit es nicht zu heiß wird. Knoblauch und Paprikapulver kommen jetzt rein und die neigen dazu anzubrennen. Man muss also vorsichtig sein, die Temperatur etwas senken. Und jetzt Paprikapulver. Doch, muss ich höher stellen. Es gibt zwei Elemente, die die ungarische Kultur ausmachen. Das eine ist die Sprache selber, die halt sehr spezifisch ist in Europa. Aber innerhalb dessen, an zweiter Stelle steht die Küche. Ja, die Küche ist für alle so steht ganz weit oben. Jeder kann kochen, jeder hat seine eigene Vorstellung davon, wie was zubereitet werden muss, wie bei allen traditionellen Gerichten. Das Fleisch rein. Die Hähnchenteile. Jetzt können wir ein bisschen Gas geben. Einmal kurz anschmoren und dann kommen die anderen Zutaten dazu. Tomaten kommen rein, gewürfelt und jetzt kommt die Paprika noch dazu. Tomaten und die Paprika. So, und jetzt kommt Wasser drüber. Man gießt es ungefähr so, dass das Fleisch fast bedeckt ist. Das sind ungefähr 150 Milliliter pro Huhn. Das Ganze muss jetzt eine Stunde, anderthalb köcheln bei niedriger Flamme. Das ist fertig, sofern das Fleisch weich genug ist, vom Knochen kommt. Und ganz zum Schluss kommt dann nochmal die saure Sahne mit der Mehlschwitze dazu. Das ist die Art, das Fleisch schonend zu rühren. Im Kessel muss man aufpassen, durch das offene Feuer kann es schnell anbrennen. Und wenn ich das aber zu viel rühre, dann fällt das Fleisch halt im Endeffekt von den Knochen. Jetzt kommen Salz und Pfeffer nach Geschmack dazu. Das kann man auch etwas früher reintun. Ich mag es eher zum Ende hin, dann kann man das besser abschmecken. Das Kochen, das ist eigentlich nur
die Kulisse für das gesellschaftliche Miteinander, das Zusammenkommen, das Unterhalten, die Feierlichkeiten. So, jetzt ist es soweit. Das Fleisch trennt sich leicht vom Knochen. Und jetzt werden erstmal die Hähnchenteile rausgenommen, damit man danach die saure Sahne mit dem Mehl reintun kann und die Suppe etwas andicken kann. Und zum Schluss kommen die Fleischteile wieder rein. Also jetzt vermischen wir den Schmand, der Mehl. Je Päckchen Schmand ein Esslöffel Mehl wird vermischt. Und danach, ganz wichtig, eine Kelle, ein oder zwei Kellen von der Soße dazu tun, damit es die Temperatur annimmt, bevor es dann zurückgeht in die Soße, unterrührt wird und einmal nochmal aufgekocht. So, jetzt einmal noch probieren. Dann die Hähnchenteile rein und einmal aufkochen und dann ist fertig. Gut. Jetzt kommen die Hähnchenteile alle wieder rein, sofern sie wollen. So, jetzt ist fertig. Das Gericht ist fertig. Wir können anrichten. Dazu isst man Nokedli oder Galuska auf Ungarisch gesagt. Man kann auch Kartoffeln nehmen. Ich wünsche jó étvágyat.